Jetzt die Grenzwellen mit Ecki Stieg. Exklusiv bei Radio Hannover. Die Stimme der Stadt. Am Mikrofon Ecki Stieg. In dieser Stunde geht es um Fix 8, Set 8. You're right, as time goes on. There's a characteristic lack of interest in the environment. Withdrawal from contact with others. And with it goes an increasing loss of emotional response. These people become vague and empty. Their manner is childish and they are gawky. They show little or no initiative and spontaneity. If they do react emotionally, their reaction is often inappropriate. They have, of course, no real plans for the future. In spite of this general impoverishment of their personality, many of their intellectual functions remain intact. Memory and orientation are not impaired. The patient we are going to see is about 40. She has been sick for more than 10 years, lives quietly in the hospital, doing simple work in the laundry. She seldom speaks unless spoken to, and does not mix with the other patients. But she is really quite contented, and her lack of energy and animation is not due to depression and despondency, but to apathy. She might, during the interview, demonstrate an appropriate emotional reaction, particularly smiling or laughing when discussing serious subjects. She complains of auditory hallucinations, voices, and strange feelings of being controlled by unseen forces, though these are not especially common symptoms in the simple type of schizophrenia. And how long have you been here? I think it'll be 14 months in December, beginning of December. In this place? You like it here? I like it when it's quiet. You like it when it's quiet? I find it too noisy for the patients. Sometimes it's noisy here because of the other patients. When do you like it better when it's quiet? Have you always liked it quiet, or? I've been used to living like quiet. You told me once that you didn't like the radio in the hospital. I was unhappy with the radio. Why? Because the water was quiet. Well, if you're very quiet, what are you doing? Are you reading? Thinking? Thank you.
without whom? Take away my talking. The voices? Yes. How did they do it? Can you tell me what they're saying? Enigma, ein Track, des jetzt Freitag, den 22. Januar erscheinenden neuen Fixate-Sedate-Albums The Inevitable Relapse. Fixate-Sedate ist das seit 2005 existierende Projekt von Martin Sane. The Inevitable Relapse, das mittlerweile fünfte Fixate-Sedate-Album, wobei zwischen den ersten beiden und dem Comeback 2017 etliche inaktive Jahre liegen, zu denen wir gleich noch kommen. War diese Pause mehr oder weniger freiwillig, so war 2020 auch für Martin Sane ein etwas anderes Jahr als die anderen. Wie ist er persönlich da durchgekommen? Unterm Strich sehr gut. Es gab letztes Jahr zwei, drei Phasen, in denen es unklar war, wie es mit meinem Job weitergeht. Ich arbeite am Frankfurter Flughafen und der gesamten Flugverkehrsindustrie geht es natürlich zurzeit schlecht. Aber es scheint zumindest, als wäre mein Job bis mindestens Ende 2022 sicher. Und ich bin jetzt seit Mitte März auf Kurzarbeit und permanent zu Hause. Das heißt, in erster Linie habe ich einfach viel Zeit. Und irgendwas gefangen habe ich mir meines Wissens auch nicht, bin also gesund und insgesamt sehr glimpflich durch die ganze Sache gekommen bis jetzt. Wie bewertet Martin Sane die Auswirkungen der Pandemie auf die Kulturszene und auf sein Schaffen im Speziellen? In erster Linie stehen da einfach Existenzen auf dem Spiel. Ob jetzt ein Clubbesitzer oder Veranstalter oder auch professionelle Musiker natürlich, da bricht jetzt einfach die Einkommensquelle bei vielen weg. Und für den Musikfan an sich ist das in erster Linie eine psychische und soziale Belastung, würde ich sagen. Man sieht, wie sehr den Leuten die Partys, Konzerte und Festivals fehlen und was für ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens Kultur ist. Aber das Gesamtausmaß wird vermutlich erst dann ersichtlich, wenn alles wieder einigermaßen zur Normalität zurück ist. Und ob es die Szene oder die gesamte Kulturbranche noch in dieser Form geben wird. Ich wage es nicht, irgendwelche Prognosen abzugeben, dafür ist die Situation noch viel zu dynamisch und unberechenbar. Und auf die Entstehung des neuen Albums hat die Pandemie keinen direkten Einfluss gehabt. Das Album ist sicherlich ein paar Monate schneller fertig geworden, als das normalerweise der Fall wäre, hätte aber auch ohne Covid genauso geklungen. Was allerdings durchaus passieren könnte, ist, dass durch die ganzen verschobenen Shows und Touren ich bereits mit meinem nächsten Album so gut wie fertig bin, bevor ich auch nur ein einziges Konzert zum aktuellen Album gespielt habe. Und um das Thema Corona zumindest an dieser Stelle abzuschließen und vielleicht etwas optimistisch in die Zukunft zu schauen, welche Vorteile, vor allen Dingen kulturell, könnten aus dieser Krise erwachsen? Es ist natürlich nicht einfach, der Situation irgendetwas Positives abzugewinnen. Man könnte vermuten, dass mehr Alben veröffentlicht werden. Ich weiß aber nicht, ob das tatsächlich der Fall ist. Und ganz abgesehen davon, Zeit zu haben allein reicht ja auch nicht. Man muss zu dem Zeitpunkt auch Ideen haben und wenn man es forciert, kommt zumindest bei mir nichts Gutes dabei raus. Streaming-Konzerte sind generell eine schöne Idee, aber eine Zukunft hat es wohl auch nicht. Das ist irgendwie wie Sex ohne Anfassen. Ich denke nicht, dass es jemals die Atmosphäre eines Live-Konzertes ersetzen wird und kann. Was ich toll finde, ist die Unterstützung, die Bands und Clubs von vielen Leuten durch Spenden, Auktionen und andere Aktionen erhalten. Da gibt es sehr viele Engagierte und dann noch mehr, die mitmachen und beispielsweise Geld, das sie sonst für Tickets, Merch oder Getränke ausgegeben hätten,
an die Clubs spenden. Also das ist super. Leider muss ich aber auch sagen, ich hätte mir insgesamt ein Zusammenrücken innerhalb der Szene gewünscht, dass alle an einem Strang ziehen für ihre Musik, für ihren Club. Aber leider scheint die Politik und das Weltbild eines jeden Einzelnen in vielen Fällen wichtiger zu sein. Und es scheint eher zu einer Spaltung zu kommen, statt zu einem Zusammenrücken. We were told going into Fallujah, into the combat area, that every single person that was walking, talking, breathing was an enemy combatant. As such, every single person that was walking down the street and in the house was a target. White phosphorus, possibly napalm, may or may not have been used, I don't know. I do know that white phosphorus is, which is definitely, by a shadow of a doubt, a chemical weapon. Yes, it happened. White phosphorus will disperse in a cloud, and when it makes contact with skin, then it's absolutely irreversible damage, burning flesh to the bone. It looked like just a massive killing. That killed which civilians, because there's so much gunfire, but
At one point, police was under attack, and we responded. We responded to that in a personal security detachment to ride up into police. And there were civilians killed during that attack. Civilian casualties in the vehicle, and on the side of the road, people were trying to hide, but the vehicle ran into them. Ein Titel, der passender derzeit nicht sein könnte. Quarantine von dem zweiten 2009 veröffentlichten Fixate Sedate Album Dormicum. Die ersten beiden Alben Humanophobia und eben Dormicum erschienen noch in Eigenregie, doch auch hier wurde der Pfad schon gezeichnet. Klänge in der Tradition vornehmlich kanadischer und texanischer Heroen, zu einer Zeit, als derartige Stilistik ansonsten nicht unbedingt präsent war. Was war die Motivation, der Ansatz damals? Die Motivation war und ist immer Musik zu machen, die mir selber gefällt. Das ist mein höchster und eigentlich auch einziger Anspruch. Und als ich damals angefangen habe, war gerade die Hochphase des Elektro, der mir nie gefallen hat. Alles klang irgendwie gleich, in den Clubs lief nichts anderes, immer dieselben Songs, beziehungsweise gefühlt immer eine und da stundenlang. Und da dachte ich einfach, ich mache mal etwas, das ich auch selber hören wollen würde. Und mein erstes Album ist jetzt zwar nicht so gut gealtert und hat auch keinen allzu hohen Stellenwert bei mir, aber es hat zumindest den Zweck erfüllt, dass ich Spaß am Musikmachen hatte und weitermachen wollte.
Fixate, Sedate und Oblivion von dem 2005 veröffentlichten Debüt Humanophobia. Zwischen den ersten beiden Alben und dem Nachfolger Forensics liegen glatte 8 Jahre. Warum diese Pause? Hat Martin gewartet, bis seine Zeit nun wirklich gekommen ist? Nee, das war einzig und allein dem geschuldet, dass ich teilweise 3 Jobs hatte und einfach zu nichts anderem gekommen bin. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich gerne schon viel früher etwas rausgebracht. Und unter dem Aspekt, wann für was der vermeintlich richtige Zeitpunkt ist, mache ich eh keine Musik und treffe da auch keine Entscheidung diesbezüglich. Wenn ein Album fertig ist, soll es raus. Und als komplett unbekannte Band 8 Jahre mit Album 3 zu warten, ist ja auch strategisch, glaube ich, nicht so clever. Es ging dann aber halt auch nicht anders und ich hatte das Glück, dass viele von denen, die Fixate Sedate von den ersten beiden Alben herkannten, mir auch 8 Jahre später noch die Treue gehalten haben. Und 2014 hat sich dann meine berufliche Situation stabilisiert und ich konnte wieder loslegen und Musik machen. Das ging dann auch recht flott. Forensics war eigentlich schon Ende 2015 komplett fertig. Dann hat die Produktion aber noch gut 1 Jahr gedauert und bis es dann veröffentlicht war, hatten wir plötzlich Mitte 2017. Dafür war Warning Signs zu dem Zeitpunkt schon halb fertig. Ich habe in der Zeit, wo die Produktion, das Mischen und Mastering und so weiter lief, da habe ich schon neue Songs gemacht für Warning Signs. Und seitdem läuft es eh super. Im Grunde kommt jedes Mal, wenn ich was Neues anfange, auch etwas Brauchbares dabei raus. Auch wenn die Gründe für die 8 Jahre Pause nichts mit Ideen oder Motivationslosigkeit zu tun hatten, hat es doch meine Nerven beruhigt zu sehen, dass ich eigentlich doch recht flott bin und will dieses Jahr tatsächlich auch schon das nächste Album wieder so weit wie möglich fertig bekommen. Ja, manchmal denke ich mir, schade, dass ich so viele Jahre in Anführungsstrichen verschwendet habe. Aber wer weiß, wofür es gut war, ändern konnte ich es eh nicht. Und vielleicht musste alles genauso passieren, wie es passiert ist, damit jetzt alles so super läuft. Und in 10 Jahren, maybe less, the human race will just be a bedtime story for their children. A myth, a myth. We'll be right back.
Permanent Memory Loss von dem 2017 veröffentlichten Fixate Sedate Album Forensics. Der sogenannte Dark Electro hat in der langen Pause bis zu diesem Album ein phänomenales Revival erfahren, das natürlich auch einen kleinen Beigeschmack hat. Was einst wirklich wegweisend und futuristisch war, ist heute in großen Teilen ein nostalgischer Rückblick. Die Plattenfirma selbst bezeichnet die Musik von Fixate Sedate als Retro-Industrial. Also das mit dem Beigeschmack sehe ich überhaupt nicht so. Wie gesagt, mache ich das, was mir selber gefällt, und dass es dann hier und da nach meinen Lieblingsbands klingt, ist dann eigentlich logisch. Des Weiteren habe ich 12 Töne zur Verfügung, sowie nur eine Handvoll Kombinationen von Harmonien, die nicht schepp klingen. Man ist allein deswegen schon ein bisschen limitiert. Und nun könnte man auch annehmen, dass elektronische Musik einem unendliche Möglichkeiten bietet im Sounddesign. Und das ist theoretisch sicherlich auch möglich. Dann wäre es aber auch nicht mehr die Musik, die ich machen möchte. Um heutzutage das Rad neu zu erfinden, müsste man in die absoluten Extreme gehen. Und selbst das wäre vermutlich nicht brandneu, sondern irgendein Crossover aus Stilen, ja. Es gibt seit 50 Jahren elektronische Musik und die Pionierarbeit ist schon lange gemacht, denke ich. Dass es also nach irgendetwas schon mal Dagewesenem klingt, finde ich nicht nur nicht schlimm, es ist ja eigentlich die Definition eines Revivals. Das nicht zuletzt auch durch den Hunger der Leute nach eben solcher Musik aus den 80ern und 90er Jahren überhaupt möglich war. Die wollen genau diese Nostalgie, genauso wie ich. Es ist zwar nur eine winzige Randnotiz in den Musikgeschichtsbüchern, aber es steht drin irgendwann mal. Thank you.
6-8, Sedate und Burnt Pattern Analysis. Ein Track, der auf dem Album Forensics, aber auch auf unserer Compilation Grenzwellen 3 zu hören ist. Für mein Empfinden ist 6-8, Sedate eine Art Hybrid zwischen den alten Originalen und der neuen Generation. Zum einen, weil Martin Sane im Gegensatz zu vielen anderen sein Handwerk beherrscht und zu wirklichem Songwriting fähig ist, dennoch die Ästhetik der alten Schule zeitgemäßer und mit neuen Ideen vermitteln kann. Ich denke schon, dass man hört, ob jemand Spaß am Musikmachen hat, das nächtelange Rumprobieren für einen einzigen Takt und die Liebe zum Detail. Da können die meisten Nichtmusiker vielleicht nicht genau mit dem Finger drauf zeigen, aber sie hören, dass da viel passiert und dennoch funktioniert und nicht überladen oder gar prätentiös ist. Aber auch da gilt, da ich den Kram ja selber verzapfe und die Songs in- und auswendig kenne, will ich, dass auch bis ins kleinste Detail alles perfekt ist, damit ich die Songs auch Jahre später noch gut finde. We'll be right back.
Salate und Empyrean von dem 2019 veröffentlichten Warning Signs. Abgesehen von dem Klang, der Thematik und der Ästhetik kann man in der Arbeitsweise, Songs zu kreieren, zu verschachteln und zu strukturieren, große Parallelen zu Skinny Puppy, aber auch Mentello und The Fixer erkennen. Wo sind Einflüsse und Vorbilder im Arbeitsprozess, die eventuell nur Martin empfindet und die nicht vordergründig hörbar sind? Beeinflussung passiert bei mir auf einer unterbewussten oder abstrakten Ebene. Beispielsweise lasse ich mich eher durch etwas nicht Greifbares, wie zum Beispiel eine Stimmung, ja, der Stimmung und Atmosphäre eines Songs inspirieren, als konkret durch eine Sequenz oder Harmoniefolge. Tatsächlich sehe ich gar nicht so viele Parallelen zu Skinny Puppy. Das wäre natürlich toll, die Skills hätte ich gerne. Aber bis auf den Gesang, der etwas ogrisch daherkommt und eben dieses aus dem Bauch kommende, dieses nicht greifbare, also wie die Atmosphäre oder die Aggressivität ab und zu, sehe ich da nicht viel Gemeinsames. Ich kann auch sagen, warum. Also meine Songs sind alle recht strukturiert, sehr melodisch, im harmonischen Bereich passiert viel. Es ist also alles relativ eingängig. Und bei Puppy muss man ja oft erst den Song im Chaos finden, was sie eben so genial macht. Und so krachig wie Puppy kann ich und traue ich mich auch nicht. Ich würde Fixed dann eher mit Mentallo vergleichen. Ich mag Puppy zwar viel lieber, aber stilistisch und handwerklich bin ich da, glaube ich, näher an Texas als an Vancouver dran. Aber das sieht jeder anders. Forgive me.
good thing his knife was brand new. Real sharp. Track des am kommenden Freitag nun offiziell erscheinenden neuen, mittlerweile fünften Fix 8 Set 8 Albums The Inevitable Relapse. Dieses Album schließt wieder direkter an Forensics an als der Vorgänger Warning Signs. Waren die Prozesse bei diesen beiden Alben ähnlich oder anders gefragt? Existiert ein Gesamtbild im Auge und im Kopf, wenn die Arbeit an einem Album beginnt? Das ist von Album zu Album anders und das Endergebnis auch irgendwo Zufall. Man kann sich viel vornehmen, in welche Richtung ein Album gehen sollte. Im Endeffekt ist es aber so, dass jeder Song erstmal für sich selber steht. Er muss für sich alleine perfekt sein und mir zu 100% gefallen. Ob dann 12 solcher Songs am Ende ein homogenes Album ergeben, ist dann halt auch ein bisschen Glückssache. Bei Forensics und dem neuen Album hat es gut funktioniert. Und bei Warning Signs, obwohl ich da die meisten Songs individuell gesehen besser als die auf Forensics finde, ist das eher so ein bunter Haufen einzelner Songs geworden. Ich bin halt wirklich total froh, dass das jetzt bei dem neuen Album irgendwie in jeder Hinsicht geklappt hat, weil die einzelnen Songs in meinen Augen die besten sind, die ich je gemacht habe. Und das Album dann halt Gott sei Dank zufälligerweise dann auch sehr kohärent und einheitlich ist. Der erweiterten Ausgabe des neuen Albums beigefügt ist ein komplettes Album namens Rail at a Liar, das Reworks der Originalversionen enthält, bearbeitet und zum Teil neu interpretiert von befreundeten Musikern der Bands Frontier Guards, Black Nail Cabaret, Jihad oder Second Face. Also kein Remix-Album im herkömmlichen Sinne, sondern eher Neuinterpretationen. Welches Ergebnis hat Martin am meisten überrascht und was macht für ihn einen gelungenen Remix im ursprünglichen Sinne aus? Eigentlich sind es ja Coverversionen, aber da verschwimmen die Grenzen sehr, was dann auch direkt die Frage nach der größten Überraschung beantwortet. Für mich war ein Cover immer das Original mehr oder weniger 1:1 nachzubauen, die Sounds durch eigene bandtypische zu ersetzen. Und dann selbst einzusingen. Und also selbst eingesungen und eigene Sounds haben alle Gastbands verwendet, nur Namen Original ist kaum eine geblieben. Das sind teilweise komplett andere Songs. Frontier Guards haben sogar für Enigma ihren eigenen Text geschrieben. Und so geht das bei fast allen Covern. Was aber sehr großartig ist, weil diese im Grunde neuen Songs alle unglaublich gut geworden sind. Und die Bonus-CD ist also in der Summe ein komplettes zweites Album. Was Remixe angeht, da bin ich kein großer Freund. Als Musikfan höre ich die mir in den allerseltensten Fällen überhaupt an. Ich mochte immer exklusive Bonus-Tracks der Band, von der ich das Album gekauft habe, deutlich lieber. Und als Musiker mache ich sehr selten Remixe, weil ich erstens nicht besonders gut darin bin und zweitens dann Ideen dafür verbrate, die ich lieber für eigene Songs verwenden würde. Ich sehe ehrlich gesagt auch keinen Sinn darin, einen guten Song zu remixen. Das macht nur was kaputt und das Remix wird immer gegen das Original schlecht aussehen. Aber einen schlechten Song zu remixen bringt auch nichts. Dafür ist das Leben einfach zu kurz für sowas. Soweit Martin Sane.
zum Schluss dieses Fix 8 Set 8 Specials ein Song des erwähnten Rail at a Liar Bonusalbums. Die Frontier Guards Version des schon eingangs gehörten Enigma.